Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei der mittlerweile vierten Folge. Ja, wir haben diesen netten Herrn hier getroffen, das ist Tom. Und er hat gesagt, er hat die Bestie da beim Friedhof gesehen. Wir haben auch ein Beweisfoto. Ja, gucken wir mal. Hier. Da ist er drauf zu erkennen. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir doch uns einfach mal beim Friedhof um. Hier sonst nichts mehr Ungewöhnliches. Jawohl, da gibt's ihn auch schon. Alles klar. Das ist also der Friedhof. Und ich dachte, der Dorfplatz sei schon ungemütlich. Ich hoffe, wir müssen hier nicht allzu lange bleiben. Naja, das kann man sehen, wie man will. Früher oder später landen wir alle hier. So, jetzt müssen wir hier die einzelnen Gräber durchsuchen. Okay, da ist eine Kapelle. Kleine Kapelle. Mhm. Grab William Amberger. Mhm. Petra Nömmler. Mhm. Mathilde Schoffel sagt uns auch nichts. Trude Unruh auch nicht. Agatha Wendler. Alois Stölzemeier. War das nicht der Typ mit dem Fernglas? Ich werd verrückt. Was denn? Schaut euch mal an, wer hier liegt. Alois Stölzelmeier. Aber Leute, wie soll denn unser Stölzchen nach Oberfeldbach kommen? Oh Gott, ist das traurig. Vielleicht wurde er ja hier geboren. Ich meine, wenn das wirklich unser Stölzi ist. Oder war. Wer immer hier liegt, lange ist er noch nicht tot. Woher willst du das wissen? Auf dem Grab steht noch ein Holzkreuz. Die benutzt man, bis der richtige Grabstein ein paar Wochen später gesetzt wird. Aber dass das unser Stölzi sein soll? Ich glaub das einfach nicht. Das ist doch egal. Lasst uns kurz seiner gedenken. Wie dem auch sei. Schaden kann es nicht und Gabi gibt ja doch keine Ruhe. Eine Schweigeminute für Herrn Stölzenmeier. Amen. Gut, sehr schön. Hatte ich doch nicht ganz unrecht. Die hatten wir schon. Rudolf Kregler. Viktor Lübler. Mhm. Kennt man auch nicht. Mhm. Okay. Eckmann. Mhm. Luise Langweil. Mhm. Apfel, da hinten. Petra Siebel. Peter Siebel. Das sind Peter Siebel. Ach nee, okay, habe ich mich nur verklickt. So. Das war Ulmer. Ein Hühnerfuß. Mhm, mhm. Okay. Aber wo sind die Dings hin? Da gehen wir besser nicht hin. Der Totengräber ist noch wach und hämmert da an irgendetwas rum. Jo, wird wohl ein Sarg sein, ne? Sehen. Halben Kilometer. Okay. Baum. Mhm. So, die Frage ist. Mhm. Die haben wir auch schon. Noch ein Baum? Nee. Hier vorne gibt es auch nichts. Dann gehen wir mal rein, ne? Hier gibt es gar nichts zu machen, oder? Jetzt übersehe ich hier was. Okay. Also nichts Ungewöhnliches. Haben hier auch keine Schritte oder so. Okay. Na, vielleicht müssen wir auch einfach ins Dorf gehen. Und mal nachfragen.
Was haben wir denn? Haben Sie sich nie auf dem Friedhof nach Spuren umgesehen? Doch, doch. Ich habe alles nach Spuren abgegrast, aber nichts Besonderes gefunden. Keine Abdrücke von Pfoten, Klauen oder irgendetwas Ähnlichem. Nichts. Okay. Nee, okay, das hatten wir ja alles schon. 5 Jahren Wasser gehalten. Nein, das kennen wir ja auch schon. Schade, dass wir davon keine mitnehmen können. Tja. Das ist aber komisch. Das ist absolut Sinn. So, Zigaretten, Kassierrolle. Okay. Tja, das ist eine sehr gute Frage. Bei der Information noch mal nachfragen, aber bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher, was es bringen soll. Hier hat sich soweit auch nichts verändert. Touristen, Theke. Danke. Okay. Aber na dann danke. Hier gibt es auch nichts gut oder eher gesagt schlecht. Halt. Nein, wollte ich doch gar nicht. Okay. Also es muss irgendwas geben. Irgendwas müsste man da ja finden. Nicht normalerweise irgendwie an Flüssen? Oder irre ich mich da? Oh gut, kann ja theoretisch auch jemand hingepflanzt haben. Da gehen wir besser nicht hin. Der Totengräber ist noch wach und hämmert da an irgendetwas rum. Tja. Gut. Also war das dieser Stäubi? War das nicht der Typ hier mit dem Fernglas? Hier oben? Ah, jetzt kann man es nehmen. Ja. Stölzelmeier. Okay. Ich gehe mal davon aus, es gehört dem Stölzelmeier vom Friedhof. Der braucht es ja wohl nicht mehr. Aber vielleicht hatte er Verwandte. Du meinst, wir müssten es den rechtmäßigen Erben zurückgeben? Lass uns das rauskriegen, sobald wir den Fall hier gelöst haben. Im Moment können wir das Fernglas bestimmt gut gebrauchen. Einverstanden. Aber danach geben wir es ab. Versprochen, Gabi. Danke, mein Held. Sonst hätte ich wirklich ein schlechtes Gewissen. Können wir da jetzt hier rumgucken, oder wie? Kann man das jetzt benutzen? Das kann man nicht aufeinander. Warum denn nicht? Das geht so nicht. Tja. Kann man das irgendwie hier auf die Statuen oder so? Hallo? Das kann man nicht aufeinander. Tja. Kann man nicht betrachten. Hier ist noch so ein Kreuz. Ist das auch ein Holzkreuz? Nee, ne? Da oben, kurz unterhalb der Baumkrone, ist irgendetwas in den Stamm geritzt. Was? So weit oben? Wer klettert denn da hoch, um was in den Stamm zu ritzen? Jetzt sehe ich's auch. Aber erkennen kann ich es nicht. Tim, du hast doch Adleraugen. Siehst du, was es ist?
Tut mir leid. Keine Chance. Das ist auch für mich zu weit weg. Was? Wo soll man hier was erkennen? Ach, eine Baumkrone und eine Birke. Ah, okay. Na gut, wir haben ein Fernglas. Birke, nee, Baumkrone. Jetzt erkenne ich was. Aber schlau werde ich daraus nicht. Gib mir mal das Fernglasklößchen. Das obere ist wohl eine Sonne oder etwas ähnliches. Irgendwie kommt mir das Ding bekannt vor. Ich habe auch so ein Gefühl, als hätte ich es irgendwo schon einmal gesehen. Die drei Zeichen darunter sind jedenfalls eindeutig. So, so. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Jetzt lasst mich mal gucken. Karl hat recht. Die drei unteren Zeichen versteht jeder. Aber die Sonne mit dem Kringel. Ihr meint, ihr habt sie schon irgendwo gesehen? Ja, ich glaube schon. Aber frag mich jetzt bitte nicht wo. Oh ja, das Gedächtnis. Da haben wir doch gerade die Dings her. Das war doch das Zeichen da an der Villa. Ja, und das sollen Grabsteine sein. Ein Engel, dann daneben irgendein anderer Grabstein und dann der ist es. Also der dritte. Ein Engel haben wir hier. Der da. Luise Langweil. Oder meinen die, das muss ein richtiger Grabstein sein? Gucken wir nochmal. Hier drauf ist jetzt nichts zu sehen. Hier gibt es keine Statuen. Oder was soll das heißen? Oder wenn das der Engel ist, rechts davon dieser Grabstein und dann der? Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, was das bringt. Wir können jetzt nochmal zur Villa gehen. Und können gucken. Das Sonnensymbol. Hier sind wir richtig. Ja, das hatten wir ja schon. So. Aber jetzt brauchen wir Hochsitz. Nee, das haben wir. Hier ist noch ein Grabstein. Warum sollte ich das machen? Keine Ahnung. Das kann man nicht... Wo kann man den jetzt weg? Das ist wenig sinnvoll. Ist komisch. Hochsitz. Hier ist ja sonst noch ein Stein. Also das könnte dann... Aber wir haben ja auch keine Figur mit Flügeln. Ist da drinnen irgendwas? Das Gemälde kann man ja nicht wirklich betrachten. Das hier ist immer noch die Steinwand. Nee. Also hier sehe ich die Symbole jetzt nicht unbedingt. Könnte... Ja, die Touristeninformation hat ja auch nicht wirklich interessante Sachen, ne? Nee, sind ja immer nur ausschließlich Touristen. Ja, ja. Und ja, ja. Denk ich. Ist okay. Ach, Klößchen wollte doch auf Toilette. Oh weh, oh weh, oh weh. Die Suppe ist mir aber gar nicht bekommen. Ah, okay. Oh weh. Ach so. Na, aber Klößchen wollte doch hin. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt mit Klößchen da hin? Oh. Nein, das haben wir ja schon. Okay. Ja. Was hatten wir noch? Hatten wir noch irgendwelche Anhaltspunkte, von der letzten Folge? Ja. Na super. Hatten wir jetzt... Ah, vielleicht können wir ja jetzt hier den Stein da raushauen. Oder hatten wir das eben schon probiert? Hammer. Gute Idee. Ja, warum das Sonnensymbol. Nicht? Ja, das haben das wir. Das Sonnen. Bloß wie? Das geht so. Nee. Ja, es ist ein Stein. Super, ja. Also, ich sehe hier nichts, mit dem ich irgendwie
das Teil daraus bekommen könnte. Stein mit Rissen. Tja. Nee. Hier ist absolut nichts rein falsch. Kenn ich was? Aber gib mir mal das Fernglasklößchen. Ich hab auch so ein Gefühl. Die drei Zeichen da. So. Jetzt lasst mich mal gucken. Ja. Ja, das ist klar. Kann ich hier noch was anklicken? Nee, auch nicht, ne? Was benutzen kann man auch nicht? Na gut. So. Ja, das hatten wir auch. Kapelle hatten wir auch. Wo ist das Tor? Aber da ist kein Klopfen mehr, oder? Ah, nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Verdammt. Können wir da jetzt mit dem Fernglas rüber gucken? Das geht so nicht. Ein Werkzeugkasten. Aha. Oh, ein Meißel. Sieh an, sieh an. Wer so schlampig mit seinem Werkzeug umgeht, hat bestimmt nichts dagegen, dass man es mal kurz ausleiht. Den bringen wir aber später wieder zurück, Klößchen. Aber natürlich, Pfote. Was dachtest du denn? Gut. Haben wir noch was? Nö. Okay. Steinplatte. Steinmetz, jawohl. Hier ist noch Werkbank. Ich glaube, das war's. Also wir haben jetzt hier den Meißel. Ach, und einen Hammer. Reicht das jetzt, um diesen komischen Stein da wegzubekommen? Gut. Auf geht's ans Werk. Das ist wenig sinnvoll. Warum? Muss man die erst kombinieren, oder was? Hammer und Meißel gehören zusammen wie Klößchen und Schokolade. Na also, gut. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Leute, ich hab's geschafft. Der Stein ist freigelegt und lässt sich rausziehen. Boah, ist das spannend. Jetzt mach schon, Tim. Nur die Ruhe. Er ist doch schon draußen. Das ist ein Loch. Hast du was gefunden? Die Säule ist innen hohl. Ich glaube, da liegt was drin, ein kleines Paket oder sowas. Ich versuche es mal rauszufischen. Hier, ich hab's. Was ist das denn? Okay. Jetzt schaut euch mal an, was da drin ist. Eine stinknormale Taschenlampe. Von wegen, Tim. Schau doch mal genau hin. Das ist keine stinknormale Taschenlampe. Das ist eine Taschenlampe mit UV-Licht. UV-Licht? Ja. Ultraviolettes Licht, auch Schwarzlicht genannt. Kennt jeder aus der Disco. So, so. Aus der Disco. Und wozu soll das gut sein? Das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Noch nicht. Ich bin mir aber sicher, wir kommen dahinter. Leute, hier! Ich habe noch was gefunden. Auf dem Papier, in dem die Lampe eingewickelt war. Ja, sie hat recht. Da ist wieder diese Sonne. Und da steht auch was. Gabi, lies doch mal vor. Der Runen 3 musst du erkennen, willst du den Schatz dein eigen nennen. Zu Ruhm und Glück wird er dich lenken, ewige Jugend kann er schenken. Beginne deine Suche nun, dort wo die Toten friedlich ruhen. Wow, klingt wie ein Rätsel. Ja, wie eine Art verschlüsselte Schatzkarte. Möchte wissen, wer das hier versteckt hat und warum. Und was hat das alles mit unserem Monster zu tun? Glaubt ihr, es gibt einen Zusammenhang? Genau das, mein lieber Karl, müssen wir herausbekommen. Aber was soll das denn alles bedeuten? Drei Runen, ein Schatz, ewige Jugend, Tote ruhen in Frieden? Wer soll denn daraus schlau werden? Wir, Klößchen, wir werden daraus schlau werden.
Und ich habe auch schon eine Idee, wie. Ja, schön, dass er eine Idee hat, wenn er noch nicht mal weiß, wozu eine UV-Lampe gut ist. Ich würde sagen, wir gucken uns das Blut an und klären, ob es wirklich Blut ist, denn dazu ist ja eine UV-Lampe da. So, das ist der Text. Das ist wenig sinnvoll. Was soll denn das sein? Oder muss ich erst oben ausschalten? Warte. Lichtschalter war hier. Komm. Mensch, benutzt den Lichtschalter. Hallo. Okay, also das macht er nicht. Gut, dann können wir auch nicht klären, ob das wirkliches Blut ist. Jo. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Friedhof. Da, wo Tote ruhen. Ja, normal, ne? So. Also hier irgendwo. Hier ist der komische Dings mit dem Engel. Gucken aber nochmal, ob es andere Anhaltspunkte gibt. Nee. So. Jeder Tag mit dir war ein Geschenk. Okay. Ich guck nochmal. In Frieden. In unseren Herzen. Okay, nee, das sind normale Sprüche. Ewiger Liebe. Du lebst in uns jeden Tag. Zurückziehen. Ja. Vergessen. Nee, das ist klar. Mhm. Mhm. Stern in der Nacht. So. Da hinten? Okay. Nee, da ist jetzt nichts mehr. Okay, komisch. Ja. Ich weiß nicht, was müssen wir damit machen? Hier draufziehen, oder? Das geht so nicht. Ja, ist ja okay. Also nochmal hier. Der Runendrei musst du erkennen, willst du den Schatz dein eigen nennen. Zu Ruhm und Glück wird er dich lenken, ewige Jugend kann er dir schenken. Beginne deine Seele nun dort, wo die Toten friedlich ruhen, okay? Vielleicht sind damit auch die Sprüche gemeint auf den Grabsteinen. Also irgendwas mit Ruhm, irgendwas mit Glück und Jugend. Frieden. Frieden war aber nix. Jugend, Glück und Ruhm. Nee. Jeden Tag ein Geschenk. Könnte ja auch Glück sein, theoretisch, ja. Liebe und Erinnerung. Nie vergessen. Geliebt und vergessen. In uns jeden Tag. Na gut, das könnte Unsterblichkeit sein, theoretisch, praktisch. Die Frage ist, was wir damit machen können. Und dann weiß ich nicht. Oh, geliebt und vergessen. Nee. Den Meißel haben wir noch. Mist, das hat nicht geklappt. Ist das jetzt, das war fast richtig? Das ist absolut Sinn. Okay, ist wohl doch sinnlos. Tja. Das ist eine gute Frage. Zumal die Leute ja auch nicht wirklich ihre Sprache ändern, ihre Fragen. Also bringt es ja nichts, wieder in die Stadt zu gehen. In der Villa ist natürlich auch nichts, weil, ja, da gibt es ja keine Grabsteine. Also, ich denke mal, es ist schon der Friedhof ja gemeint. Drei Runen musst du, wenn du willst.
Ich noch mal hier oben die Dings angucken. So, einer mit Flügeln. Und einer mit dem X. Und darüber ist die Sonne. Wahrscheinlich suchen wir die Sonne. Also wenn wir jetzt den und den nehmen und den, dann wäre es ja der da. Können wir damit jetzt hier... Ja. Das ist wenig. Oder sollen wir die mit der UV-Leuchte anleuchten? Wer treibt sich denn mitten in der Nacht zwischen den Gräbern rum? Macht, dass ihr fortkommt, oder ich lass die Hunde los! Okay. Das war's irgendwie nicht. Und hier ist der komische Typ. Ist nein. Nee, okay. Gut. Das war's definitiv nicht. Schade. Hier sind die Kinder wieder. Ja, das haben wir auch. Der ist auf. Jawohl, der war noch auf Toilette. Wir haben aber noch einen Grabstein. Und zwar da hinten. Können wir den hier irgendwie beleuchten? Das ist absolut sinnlos. Können wir den bearbeiten? Das ist absolut sinnlos. Es könnte doch wirklich ein Grabstein sein. Können wir mit der Lampe das Motorrad... mit. Das geht so. Na gut, okay. Warum? Ja, das haben wir schon. Oder meint er damit den unseren tollen Grabstein hier, den da? Was sollte dann eine UV-Lampe bringen? Das verstehe ich nicht. Licht aus und... Nee. Also der Name, das ist ein bisschen anders, aber nur weil davor hier Ruth steht oder so. Luis, Friede, Langeweile. Das könnte es zum Beispiel sein, weil da ein Kreuz ist, wie auf dem Baum. Aber... Halt. Was war nochmal da oben? Da war der Grabstein mit dem Engel. Dann waren da zwei normale Grabsteine. Also diesen müsste man theoretisch überspringen. Damit wäre das der hier der normale und der hier mit dem Kreuz. Gut, der hat jetzt ein Kreuz, aber vielleicht deutet das Kreuz einfach nur hin, dass wir den suchen. Da ist sie. Die erste der drei Runen. Was? Genau wie im Rätsel beschrieben. Ach so. Und darunter ein Zeichen, das wie eine Eule aussieht. Geschrieben mit fluoreszierender Farbe. Nur sichtbar, wenn man es mit UV-Licht anstrahlt. Darum auch die Lampe mit dem Schwarzlicht. Clever gemacht. Tim, sag mal, woher wusstest du, dass die Rune genau auf diesem Grabstein ist? Schau dir doch mal die Zeichen im Baum an. Das Kreuz ist auf dem zweiten Grabstein rechts von dem mit dem Engel. Wobei man die neuen Gräber, also die mit Holzkreuz, auslassen muss. Auslassen deshalb, weil das Rätsel älter zu sein scheint als die neuen Gräber. Und ich gehe jede Wette ein, dass die Rune exakt vor 5 Jahren auf den Grabstein gemalt wurde. Ich verstehe nur Bahnhof. Denk doch mal nach, Klößchen.
Vor genau 5 Jahren hat unser Freund aus der Kneipe das sogenannte Monster genau hier auf dem Friedhof fotografiert. Exakt an der Stelle, wo wir Jahre später ein Zeichen in einer Birke finden, das vor circa 5 Jahren in den Stamm geritzt worden sein muss. Aber warum? Na, weil es jetzt ungefähr 5 Meter in der Luft hängt. Und eine Birke wächst pro Jahr nun mal um etwa 1 Meter. Tatsächlich. Und ihr denkt, dass das Monster oder was auch immer es ist, für das Zeichen verantwortlich ist. Und da uns die Spur zum Hotel geführt hat, wo wir nicht nur die Lampe, sondern auch Blutspuren des Monsters gefunden haben, sind wir eindeutig auf der richtigen Fährte. Karl, sag schnell, was hat diese Rune für eine Bedeutung? Tut mir leid, Tim, das ist nicht so leicht. Runen sind uralte Schriftzeichen. Ihr Ursprung reicht bis in das 6. Jahrhundert zurück. Jede Rune hat eine eigene charakteristische Bedeutung. Um eine Rune übersetzen zu können, bräuchten wir einen Experten, der sich auf diesem Gebiet auskennt. Zum Beispiel einen Archäologen oder einen Historiker. Wohl wahr. Und die Leute aus Oberfeldbach möchte ich nicht unbedingt fragen, ob sie sich mit sowas auskennen. Du meinst, du traust ihnen nicht über den Weg? Auch nicht Tom? Nein, auch nicht Tom. Lasst uns die Sache weiterhin so weit wie möglich geheim halten. Okay, gut. Ja, also das Rätsel war relativ schwer. Also das mit den Kreuzen, gut, da hätte man natürlich innerhalb der 5 Jahre natürlich auch andere Grabsteine quasi hinmachen können. Aber wir haben es ja zum Glück noch gelöst und die Begründung war ja richtig, wie wir herausgefunden haben. So, ja, jetzt ist die Frage, was kommt als nächstes? Und wo müssen wir als nächstes hin? Aber das kann ich euch beantworten. Und zwar, das nächste, was wir machen, ist Ende. Und zwar, die Zeit ist wieder erreicht. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.